Unterkünften gibt, sind die nicht verpflichtend. Es ist freiwillig. Also es ist wirklich freiwillig. Man kann niemanden zwingen. Und je schlechter das Wetter ist, umso mehr kommen. Massenunterkünfte überfordern die Bürger und deren Bereitschaft, Flüchtlinge zu integrieren. Da haben wir Panik vorgehabt. In der Masse sind sie unter sich und Integration findet da noch nicht so statt. Bürger fordern klare Spielregeln für die Neuankömmlinge. Du kannst kein Deutsch? Lern. Deutschland ist kein Streichelzoo. Gibt es überhaupt verbindliche Standards für Integration? Mir ist nicht bekannt, dass es irgendeine generelle Vorlage gibt, die für alle gilt. Ja. Also wir müssen uns das selber erarbeiten. Ist der Staat mit der Integration überfordert? Flüchtlingsunterkunft Lebach im Saarland, eine Art Stadt für knapp 2000 Menschen. Jeden Tag das gleiche Bild. Wie die zusammengehören, ob die Cousins sind, Brüder. Flüchtlinge drängen sich vor der Erstaufnahmestelle. Hier wird alles Mögliche abgefragt: Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Passnummer. Ankommenden Menschen werden hier aufgenommen, bekommen einen solchen Ausweis, wo wir die persönlichen Daten erfassen und nach der Nationalität fragen und diverse andere Dinge. Wo erfragen Sie solche Sachen wie berufliche Qualifikation? Was ist der für ein Beruf? Was hat er für eine Schulbildung? Das fragen wir vorne am Schalter mit ab. Achso, weil es hier auf diesem Zettel steht, ist hier nicht. Nein, aber das fragen wir mit ab. Achso, okay. Die Kollegin fragt danach. Achso, aber auf dem Zettel wird es nicht eingetragen? Nicht zwingend. Ach so, okay. Weil das wäre ja gar nicht so blöd, wenn man das vorher wüsste. Ja, die Informationen werden aber beim Bundesamt auch nochmal abgefragt. Warum alles noch einmal abgefragt und erfasst wird, erfahren wir nicht. In Lebach gibt es unweit der Erstaufnahmeerfassung eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Auch hier ein Riesenandrang. Es wird noch einmal munter geknipst, gefragt, erfasst. Alles doppelt und dreifach. Nur die Fingerabdrücke kommen hier noch dazu. Das Land nimmt auch schon mal Personalien und so weiter auf, das ist klar. Ja. Sozusagen, aber die erkennungsdienstliche Behandlung findet eben hier statt. Mhm. Das heißt, es wird in der Erstaufnahmestelle erfasst, was für eine berufliche Qualifikation vorhanden ist, hier und auch nochmal in der Arbeitsagentur. Ja, das heißt, die verwerten es ja dann im Grunde genommen. Ja. Sogar eine Beratungsstelle der Bundesagentur für Arbeit gibt es seit März 2015 in Lebach. Hier können Asylbewerber fragen, ob zum Beispiel ihr Beruf in Deutschland anerkannt ist. Aber alles freiwillig. Wie viele Flüchtlinge haben Sie jetzt schon erfasst mit Ihren beruflichen Qualifikationen? Wir haben jetzt 460 Flüchtlinge erfasst. 460? Mhm. Wie viele wohnen hier in diesem Lager? Also ich glaube, dass wir im Moment ungefähr 1900 Leute hier haben. Mensch, da haben Sie aber noch ordentlich Arbeit vor sich. Ja. Warum kann man das nicht an einer zentralen Stelle machen, dass wenn die sich bei der Erstaufnahme melden, dass man dann schon sagt, haben Sie einen Schulabschluss, wie lange sind Sie zur Schule gegangen, haben Sie einen Beruf? Mhm. Das machen die leider nicht, also bei der ersten Anmeldung, weil es ist auch quasi erstmal eine erste Anmeldung. Das sind verschiedene Stellen. Das ist die Aufnahmestelle und das hier ist ja nochmal eine andere Stelle, Sabine und Agentur für Arbeit. Ach so, die Erstaufnahme ist eine Stelle? Genau. Und dies hier? Und das hier ist eine andere Stelle. Ja. Mhm. Und BAMF ist dann noch die dritte Stelle? Genau. Das Integrationswirrwarr nimmt hier seinen Anfang. Es gibt keine Vernetzung zwischen den Behörden und keinen Datenaustausch. In vielen Kommunen ist Integration ohnehin eine Luxusfrage. In dieser Turnhalle leben seit Monaten Flüchtlinge. Amtsleiter Peter Keck muss die nackte Not lindern. Haben Sie schon mal einen Hilferuf an Ihre vorgesetzten Stellen gerichtet oder an den Innenminister und gesagt, das schaffen wir nicht mehr? Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, unsere Hallen sind belegt, wir können nicht mehr, wir bekommen zugewiesen und haben den Auftrag. Das ist eine staatliche Aufgabe, die wir hier haben. Und wir bekommen den Auftrag, vom Land 270 Flüchtlinge pro Woche unterzubringen. In der Turnhalle leben rund 300 Männer. In einer Ecke Syrer, in der anderen Iraker, Algerier, Tunesier, Nigerianer. Die Kommune hat kaum die Chance, die Flüchtlinge auf ein Leben in Deutschland vorzubereiten. Die haben es sich so jedenfalls nicht erträumt. Wir werden sofort umringt und merken, Frust und Enttäuschung sind groß. Lernen Sie schon Deutsch? Ja, einmal die Woche. Hier ist es nicht gut. Hier sind viel zu viele Leute. Lernen kann man hier nicht. Es ist laut, Tag und Nacht gibt es keine Ruhe. In einer Ecke unterrichtet eine Lehrkraft Deutsch. 40 Stunden bezahlt das Land Baden-Württemberg pauschal pro Flüchtling. Im Gemeinschaftsraum hören sich die Mitarbeiter des Arbeitskreises Integration die Klagen der Flüchtlinge an und versuchen zu helfen. Wir machen hier gar nichts, nur schlafen und essen.
Wir brauchen Aktivitäten, eine Ausbildung oder Sport. Und wir bekommen zu wenig Geld, nur 183 Euro. Manche von uns rauchen. Eine Reinigungsfirma putzt täglich Duschen, Klos und Gänge. Könnten die Flüchtlinge hier nicht selbst mit anpacken, frage ich einen der Mitarbeiter von der Sicherheitsfirma. Er ist für Ordnung und Tagesablauf zuständig. Ja, die wurde beauftragt von der Stadt. Das kostet ja Geld, der Kommune. Die erzählen mir ja die ganze Zeit, es sei ihnen so schrecklich langweilig. Warum drücken sie nicht jedem einen Besen in die Hand und sagen, so Leute, jetzt wird die gesamte Halle gemeinsam von uns allen geputzt. Warum ist das so schwierig? Das ist nicht schwierig, nur spielen da nicht viele mit. Natürlich, das sehe ich genauso wie Sie, nur habe ich letztendlich nicht das Recht, die einzelne Person dazu zu zwingen. In dieser Unterkunft, 10 Kilometer entfernt, wohnen Flüchtlingsfamilien. Auch hier wird insgesamt 40 Stunden Deutsch unterrichtet. Immerhin ein Angebot, das es in vielen anderen Bundesländern nicht gibt. Was kann ich noch machen mit dem Mund? Ja, ich kann lachen. Ich kann mit der Nase. Aber sind 40 Stunden genug? Für eine Integration reicht das nicht, aber die guten, so 5-6 Stück, schicken wir dann weiter an die Volkshochschule. Die Volkshochschule kostet Geld, das sind alles Spenden. Nein, das sind alles Spenden von Privatpersonen, von Firmen. Hier sind es Spenden, woanders zahlt der Staat. In jedem Bundesland läuft es anders. Feste Regeln, einheitliches Unterrichtsmaterial gibt es nicht. Und die Flüchtlinge werden zu nichts verpflichtet. Ich sehe hier nur Männer. Warum kommen die Frauen nicht? Da ist es eigentlich so, dass die Männer dann vorher kommen, gucken, was für Männer im Kurs sind und schicken dann ihre Frauen. Ja. Warum? Weil dann erstmal geguckt wird, ob die Frauen kommen dürfen, ob die Männer okay sind für die Frauen. Also ich habe das schon erlebt, dass die Frauen eingeschlossen wurden, wenn die Männer einkaufen gehen. Mach mal die Party aus. Wann lernen die Männer, dass es in unserer Gesellschaft keine getrennten Männer- und Frauenwelten gibt, auch Frauen Rechte haben? An so einem Deutschkurs hat Familie Fetrati niemals teilgenommen, obwohl sie in dieser Unterkunft ein halbes Jahr gewohnt hat. Seit kurzem haben Fetratis eine Wohnung. Der Vater ist 36, hat in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet, dort ein wenig Deutsch gelernt. Er ist als Flüchtling anerkannt, die Familie darf bleiben. Meine Frau ist 28 Jahre alt. 28 Jahre alt. Und ihr ältester Sohn, wie alt ist er? Farshid ist 15 Jahre alt. Ja. 15? 15 Jahre alt. Oh. Ja. Ja. Dann hat sie schon mit 13 das erste Kind. Ja. Trotz vieler Angebote, einen Deutsch- und Integrationskurs haben sie bisher nicht besucht. Wegen der Kinder hätten sie dafür keine Zeit. Das Jobcenter hat nicht gesagt, sie müssen einen Kurs besuchen, sonst bekommen sie kein Geld. So nicht. Nein. Sie haben nie gesagt. Fördern und fordern ist eigentlich die Devise der Jobcenter. Hier offenbar Fehlanzeige. Susanne Weinert betreut die Fetratis ehrenamtlich, hilft beim Briefwechsel mit der Jobagentur. Von dort kommen Unterhalt und Miete. Sie hat versucht, Frau Fetrati zu einem Deutschkurs zu bewegen. Bisher vergeblich. Warum werden nicht alle Asylbewerber zu einem Deutschkurs verpflichtet? Das will ich vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wissen. Dafür stehen immerhin dieses Jahr 560 Millionen Euro zur Verfügung. Wenn jemand wirklich als Asylbewerber zu uns kommt, der hat ein schweres Verfolgungsschicksal hinter sich, das sind oft Menschen, die auch Traumata haben, da macht es ganz wenig Sinn, wenn sie gleich am Anfang mit einer ganz strukturierten Maßnahme, wo man auch tatsächlich Anwesenheitspflicht hat, wo man 5-6 Stunden lernen muss, mit solchen Maßnahmen zu beginnen. Es gibt natürlich auch die Frauen oder die Zuwanderer, die sagen, ich will zunächst mal gar nicht am Arbeitsmarkt Fuß fassen und die deswegen den Weg in die Integrationskurse erstmal nicht finden. Im ersten Halbjahr 2015 haben nur 71.000 Flüchtlinge einen offiziellen Kurs besucht. An Integrationskursen des BAMF dürfen nur anerkannte Asylbewerber oder Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive teilnehmen. Sie müssen per Internet einen Antrag stellen. Bei einer Zusage müssen sich die Flüchtlinge einen Träger mit freien Plätzen suchen. Manche Bürger finden das zu bürokratisch und nehmen Integration deshalb in die eigene Hand. Was sollen wir denn bei Gleichberechtigung alles noch mit reinnehmen? Also Isabella Müller-Reinhardt fiel auf, dass Flüchtlinge viele Fragen haben und keine Antworten bekommen. Zusammen mit ihrer syrischen Freundin will sie das ändern. Ob ich auch im Bild bin? Sie dreht Videoclips und stellt sie ins Netz. Wie kann es sein, dass diese Menschen zum Teil 8-9 Monate in Deutschland sind, bis sie endlich mal an einem Integrationskurs teilnehmen dürfen? Damit müsste man eigentlich wirklich am ersten Tag starten. Wenn es der Staat nicht tut, dann tue es eben ich.
Hallo bei Deutschland für Anfänger. In diesem Video geht es heute um die Gleichberechtigung. Frauen dürfen natürlich alle Entscheidungen selber treffen. In Deutschland dürfen Frauen sich auch anziehen und kleiden, wie sie möchten. Bitte respektiert das. Tschüss, Marcelam. Deutschland für Anfänger nennt sie ihr Projekt. Sie stellt 2 Clips pro Woche ins Netz. Praktische Integration. Gerade in Flüchtlingscamps, wo zum Teil tausende Menschen auf einem Haufen sitzen und den ganzen Tag nichts zu tun haben und sich zu Tode langweilen, muss es doch einen Gemeinschaftsraum geben, wo man einfach mal eine Leinwand aufbaut und denen mal Filme zeigt. Da muss was passieren vor Ort. Auch Moscheen und muslimische Vereine will das Bundesinnenministerium jetzt an der Integration beteiligen, deren Deutschkurse finanziell unterstützen. Einige Gemeindemitglieder gehen in die Flüchtlingslager und stellen den Kontakt her. Andere geben Deutschunterricht. Eine kleine Mindmap, was euch alles zu Bahnhof einfällt. Bahnhof in einem Hatara ist sie. Bus, Zug. Zug ist ja, ne? Guten Tag. Ich möchte bitte eine Fahrkarte. Wohin? Nach Berlin. Das kostet 10 Euro. Wie viele muslimische Gemeinden Flüchtlinge unterrichten, weiß man nicht. Es ist natürlich, dass man seinen Brüdern hilft. Außerdem aus der Islamseite ist es auch gefordert, dass man seinen Brüdern unterstützt. Wo werden denn die Frauen unterrichtet? Die Frauen haben einen externen Kurs, werden von einer Frau geleitet. Ihr müsst gibt's nicht. Warum nicht? So. Es ist viel angenehmer für die Männer und die Frauen, einen getrennten Unterricht zu haben. Okay. Damit die werden nicht eingeschüchtert, sozusagen mit anderen Frauen zu reden, weil die sind noch nicht bereit dafür oder so. Nebenan bekommen Kinder aus den Flüchtlingsheimen und der Gemeinde zusammen Koranunterricht. Die Lehrerin lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Vermittelt sie den Kindern die Werte einer offenen Gesellschaft? Dürfen die Mädchen mit den Jungs zusammenschwimmen? Nein, das ist nicht. Nein. Geht nicht. Nein, weil die kleinen Mädchen, 5 Jahre, 6 Jahre, das ist besser. Ja? Okay. Das ist kein Problem. Aber Großmädchen mit Jungs, das darf nicht. Weil im Koran muss die Kopftuch anziehen und auch die lange Kleid und so. Ja? Ja. Und das geht nicht, auch schwimmen zusammen. Das wird von vielen bestritten. Es gibt keine verbindliche Koranauslegung, sagt Ali Toprak, lange Jahre Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Sie sollten zunächst einmal für die Integration ihrer eigenen Mitglieder sorgen. Und da haben wir vielleicht noch etliche Probleme und Aufgaben vor uns. Tagtäglich erleben wir ja in den Schulen zum Beispiel Sportunterricht, Schwimmunterricht oder auch Kopftuchfragen. Wenn die Muslime problematische Geschlechterrollen als Kind schon gepredigt bekommen, dann eignen sich diese Moscheegemeinden nicht für die Integrationsaufgabe der Flüchtlinge. Aber wie können Neuankömmlingen die Werte einer offenen Gesellschaft vermittelt werden? Das ehemalige Rathaus Wilmersdorf ist heute Flüchtlingsunterkunft für fast 1200 Menschen. Der Leiter der Unterkunft setzt auf das Grundgesetz. Thomas Severoy verteilt es auf Arabisch, heute im Frauenkurs. Vieles ist neu. In Syrien sind da Frauen und Männer gleichberechtigt? Nein, erklären die Frauen übereinstimmend, das ist nicht so. Hier kann ich mich frei bewegen. Ich habe nur Angst vor meinen Landsleuten. Die sagen, du musst dich züchtig kleiden, ein Kopftuch tragen. Man braucht Geduld. Ich will ja, dass meine Töchter frei aufwachsen, aber das geht alles nicht so schnell. Wir sind ja schon mal glücklich, dass viele auch ihre Kopftücher ablegen. Ja, das ist ja schon mal wichtig, dass Sie ein Zeichen dafür auch haben. Sie haben es verstanden. Die Männer kommen dann. Wieso kriegen denn die Frauen diese Rechte? Was ist denn mit uns? So, die beschweren sich also bei Ihnen und sagen, was, du wiegelst unsere Frauen auf. Ja. Doch viele hängen an ihren Traditionen. Der improvisierte Frisiersalon der Unterkunft ist nach Geschlechtern getrennt. Für Frauen haben wir Frauen und für Männer eben Männer. Und hier in Deutschland wollen Sie die Haare auch nicht von einer Frau geschnitten haben? Nein. Chaime Beck ist Deutschlehrer im Flüchtlingsheim. Ehrenamtlich, denn es gibt hier kein Geld für Kurse von Stadt oder Land. Er hat festgestellt, dass Integration mühsam sein kann, weil die kulturellen Unterschiede groß sind. Ich habe eine sehr gute Schülerin da, die unbedingt als Friseurin arbeiten möchte, hat auch Erfahrung als Solist. Dann habe ich einen Friseur angesprochen, ist bereit, ihr eine Praktikumsstelle anzubieten. Und jetzt stelle ich fest, okay, sie läuft mit einem Kopftuch und sie würde auch keinen Mann frisieren und nur Kinder und Frauen. Nebenan ist Sprechstunde in der Ambulanz. Die Ärztin und ihre Kollegen, die hier ehrenamtlich arbeiten, versuchen es mit Kompromissen. Fieber hat er aber nicht. Eine Harare? Nein. Wenn sich ein Mann jetzt wünscht, von einem Mann untersucht zu werden und wir haben einen männlichen Arzt da, dann berücksichtigen wir das selbstverständlich. Aber wenn es nicht so ist, wenn nur 2 Frauen da sind, dann erklären wir, dass in Deutschland eben auch Frauen Ärztinnen sind
und dass sie entweder von uns untersucht werden oder von gar keinem. Und da klappt das in der Regel eigentlich ganz gut. Und ich finde, eigentlich müssen sie eben auch lernen, dass es in Deutschland so ist und sich daran auch ein Stück weit anpassen. Integration braucht offenbar Geduld und Zeit. Und auch die Verteilung spielt eine Rolle. In Sumte leben 100 Einwohner und am Dorfrand 750 Flüchtlinge. Die Bürger wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Nach heftigen Protesten wurde die Zahl um 250 reduziert. Wir dürfen mit der Kamera nicht in die Unterkunft, teilt uns das Innenministerium mit. Es gibt Schafe und Kühe in Sumte, aber keinen Supermarkt. Nur zweimal am Tag fährt ein Schulbus. Für eine bessere Busanbindung haben sich die Bürger jahrelang vergeblich eingesetzt. Jetzt gibt es sie plötzlich, aber nur für die Flüchtlinge. Die haben Fahrdienst. Ach so, einmal am Tag oder so? Nö, der fährt regelmäßig, fährt ein Shuttlebus von der Einrichtung rüber nach Neuhaus. Die Bürger dürfen nicht mitfahren. Zum besseren Miteinander trägt das nicht gerade bei. Ohnehin seien viele Anwohner mit der großen Anzahl der Flüchtlinge überfordert. Also ich denke, dass Integration hier in Sumte nicht möglich ist. Wir haben gesagt, eine Zahl von 200 bis 300 ist für einen Ort wie unseren machbar. Doch darauf ist die Politik nicht eingegangen. Dirk Hammer hat immer die CDU gewählt, heute fühlt er sich heimatlos. Vielen geht es so wie mir, wo mache ich mein Kreuz, wenn es soweit ist. Aber die Politik reagiert nach wie vor völlig kopflos, völlig planlos. Ich wusste jetzt auch nicht, wen ich die Stimme geben sollte. Keiner hört zu. Das ist, finde ich, das Schlimmste. Bei vielen hat sich die Stimmung stark verändert. Auf die Frage, kann Deutschland die vielen Flüchtlinge verkraften, antworteten im September 2015 noch 62% mit Ja, 35% mit Nein. Im Februar 2016 sagten nur noch 43% Ja, 54% Nein. Unzufriedenheit auch in Magdeburg. Hier wird derzeit in einem bürgerlichen Wohnviertel eine zentrale Aufnahmestelle für 1500 Menschen gebaut. Einige Anwohner fühlen sich überrumpelt. Mit einer Frau wollten wir uns in ihrem Neubau treffen, doch dann sagt sie ab. Kollegen, Vorgesetzte und Nachbarn hätten Druck ausgeübt, sich bloß nicht zu beschweren. Bekannte führen schließlich durch ihr Haus. Den Kredit für die Küche, erzählen sie, habe die Bank verweigert. Das Haus sei jetzt ja nur noch ein Drittel wert. Man blickt direkt auf die Aufnahmestelle. Wir treffen Magdeburgs Oberbürgermeister. Er ist aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik aus der SPD ausgetreten. Ich bekam heute Morgen eine E-Mail von einer Frau, die eigentlich bereit war, ihre Besorgnis zu äußern hinsichtlich dieser zentralen Aufnahmestelle. Und die sagte, ich traue mich nicht mehr, diese Angst zu äußern. Das beunruhigt mich sehr, weil ich glaube, wir haben ja gerade bei uns im Osten das Phänomen, dass wir bis 89 unsere Meinung nicht sagen durften und jetzt uns das mühselig erkämpft haben. Wichtige Themen wie die Flüchtlingsfrage dürften nicht unter den Tisch fallen. Wie immer ständig sage ich, unterdrücke die Diskussion dazu, die führen den Rechten die Wähler zu. Trümper will sich den Mund nicht verbieten lassen. Würden Sie sich dann rauskaufen? Ich ganz ehrlich antworten soll, aktuell würde ich nicht tun. Nürtingen hat 40.000 Einwohner und 650 Asylbewerber. Wo Flüchtlinge ein Gesicht bekommen, wird es mit der Integration leichter. Helmut Hartmann organisiert Praktika. Sepan Mohammed aus Syrien macht ein Praktikum als Koch in einem Hotelrestaurant. Hartmann schaut regelmäßig, ob alles läuft. Mit dem Jobcenter hat er keine guten Erfahrungen. Das Jobcenter ist ein schlimmer Bürokratielieferant. Geben den Stellenausschreibungen von Zeitarbeitsfirmen von 3 Seiten, die die Jungs nicht lesen können. Doch praktische Integration birgt oft auch unerwartete Schwierigkeiten. Und wir arbeiten viel auch mit Schweinefleisch hier, gell? Ne? Muss ja auch viel probieren, ne? Ich bin Muslim, ich nicht essen Schwein. Man kann sich gegenseitig respektieren, aber irgendwann muss man spüren, aha, der Wille ist da. Und dann hat aber der Sepan gesagt, Schweinefleisch zubereiten und kosten, ja, ist ja nicht essen. Und das war das ganz wichtige Entscheidung, ja, dass er hier bleiben konnte. Hartmann setzt vor allem auf die Praxis. Nur im Betrieb lerne man fürs Leben. Also alles, was an Kurse und Seminare ist, alles schön und gut. Aber hier, das hier, diese praktische Arbeit, die ist eigentlich das Entscheidende. Das ist eindeutig die richtige Integration. So sieht man es auch in Dänemark. Dort hat die Regierung radikal umgesteuert. Integration ist Pflicht. Wer Geld vom Amt will, muss aktiv werden. Jeder Flüchtling muss ein Praktikum machen. Die Stadt kümmert sich um Plätze in Betrieben. Die Integrationsbeauftragte der Stadt besucht die Firmen, fragt nach, ob alles läuft. Ibrahim Toto aus Syrien ist Analphabet. Hier kein Problem. Seine Chefin ist zufrieden. Wenn ein Neuer 5 Minuten zu spät kommt, würden ihm seine Kollegen sofort sagen, hey, du musst pünktlich sein, so läuft das nicht bei uns. Und das ist kein Problem.
Anfangs war es so, wenn ich einen muslimischen Mann begrüßte, merkte ich, er ist völlig anders erzogen. Er guckte nach unten, gab mir nicht die Hand. Aber dann akzeptieren sie, und das müssen sie auch, dass man in Dänemark einer Frau die Hand gibt, ihr in die Augen schaut. So ist es eben hier. Am Anfang war es schwierig für mich, eine Frau als Chefin. Aber jetzt komme ich damit klar. Ich werde hier gut behandelt, nicht herumkommandiert wie in Syrien. Hier fragt man, was kannst du, was möchtest du, und dann macht man es. Die Integrationsbeauftragte erkundigt sich, wie Toto sich zurechtfindet. Kommt er nicht regelmäßig, wird die finanzielle Unterstützung gestrichen. In Dänemark muss man 30 Stunden aktiv sein, um Sozialhilfe zu bekommen. Das heißt, jeder muss Dänisch lernen und an einem Integrationskurs teilnehmen. Dort sollen sie lernen, wie Gesellschaft, Demokratie und Arbeitswelt funktionieren. Dänen sind pragmatisch. Am Nachmittag hat Ibrahim Toto Sprachunterricht im Lagerraum der Wäscherei, bezahlt vom Staat. Männer und Frauen lernen gemeinsam. Dänemark sei eine offene Gesellschaft, heißt es. Aber wer beim Sprachkurs fehlt, bekommt weniger Geld. Nach der Verschärfung des dänischen Asylrechts müssen Flüchtlinge regelmäßig zu ihrer Sozialarbeiterin. Ihr wird jedes Fehlverhalten gemeldet. Heute müssen Toto und seine Kollegin einen Integrationsvertrag unterschreiben. Eine Verpflichtung, an Praktika, Sprach- und Integrationskursen teilzunehmen. Jane Musavi ist seit 20 Jahren Sozialarbeiterin und findet, das neue System funktioniert. Flüchtlinge bekämen jetzt schneller Arbeit. Sie müssen etwas für ihr Geld tun. Geld kommt nicht vom Nichtstun. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Flüchtlingen, die vor 20, 30 Jahren nach Dänemark gekommen sind. Sie sitzen zu Hause und sind nicht in unsere Gesellschaft integriert. Wir müssen also alles tun, damit sich das mit den Neuen nicht wiederholt. Zweimal pro Woche müssen alle Neuankömmlinge Landeskunde lernen. Lehrer sind oft Migranten, die schon lange in Dänemark leben und wissen, wie schwer manchmal die Eingewöhnung ist. Auch hier ist die Linie klar. Es gibt keine reinen Frauen- und Männerkurse. Wir müssen sie mischen. Sie müssen hier lernen. In Dänemark arbeiten wir zusammen. Wir gehen zusammen zur Schule. Einmal hatte ich ein Ehepaar. Der Mann war sehr nervös. Und ich sagte ihm, bleib ganz ruhig, das ist in Ordnung. Sie muss das doch lernen. Das hier ist eine andere Gesellschaft. Wenn sie zur Arbeit geht, wird sie mit Männern zusammenarbeiten. Bei den Flüchtlingen ist angekommen, dass sich die Politik ihnen gegenüber seit dem Sommer letzten Jahres geändert hat. Ich bekomme nur Geld, wenn ich den Sprach- und Integrationskurs besuche. Ich würde lieber zu Hause bleiben. Aber das geht leider nicht. Es ist hart für uns, weil wir jetzt viel weniger Geld bekommen. Das Leben hier ist doch sehr teuer. Die Mieten sind hoch. Ich habe meiner Familie und Freunden geschrieben, kommt bloß nicht nach Dänemark. Damit hat die Politik in Dänemark ihr Ziel erreicht. Das Land hat seine Grenze für Flüchtlinge geschlossen. Familiennachzug ist frühestens nach 3 Jahren erlaubt. Und auch nur dann, wenn der Flüchtling Arbeit hat. Das alles kritisiert Sozialdezernent Thomas Medom scharf. Ich mag diese neue Politik gar nicht. Ich denke, wir haben eine Verantwortung wie alle anderen Länder in Europa. Die Unterkünften gibt, sind die nicht verpflichtend. Es ist freiwillig. Also es ist wirklich freiwillig. Man kann niemanden zwingen. Und je schlechter das Wetter ist, umso mehr kommen. Massenunterkünfte überfordern die Bürger und deren Bereitschaft, Flüchtlinge zu integrieren. Da haben wir Panik vorgehabt. In der Masse sind sie unter sich und Integration findet da noch nicht so statt. Bürger fordern klare Spielregeln für die Neuankömmlinge. Du kannst kein Deutsch? Lern. Deutschland ist kein Streichelzoo. Gibt es überhaupt verbindliche Standards für Integration? Mir ist nicht bekannt, dass es irgendeine generelle Vorlage gibt, die für alle gilt. Ja. Also wir müssen uns das selber erarbeiten. Ist der Staat mit der Integration überfordert? Flüchtlingsunterkunft Lebach im Saarland, eine Art Stadt für knapp 2000 Menschen. Jeden Tag das gleiche Bild. Wie die zusammengehören, ob die Cousins sind, Brüder. Flüchtlinge drängen sich vor der Erstaufnahmestelle. Hier wird alles Mögliche abgefragt: Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Passnummer. Ankommenden Menschen werden hier aufgenommen, bekommen einen solchen Ausweis, wo wir die persönlichen Daten erfassen und nach der Nationalität fragen und diverse andere Dinge. Wo erfragen Sie solche Sachen wie berufliche Qualifikation? Was ist der für ein Beruf? Was hat er für eine Schulbildung? Das fragen wir vorne am Schalter mit ab.
Ach so, weil es hier auf diesem Zettel steht, ist hier nicht. Nein, aber das fragen wir mit ab. Ach so, okay. Die Kollegin fragt dann. Ach so, aber auf dem Zettel wird es nicht eingetragen? Nicht zwingend. Ach so, okay. Weil das wäre ja ganz gar nicht so blöd, wenn man das vorher wüsste. Ja, die Informationen werden aber beim Bundesamt auch nochmal abgefragt. Warum alles noch einmal abgefragt und erfasst wird, erfahren wir nicht. In Lebach gibt es unweit der Erstaufnahmeerfassung eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Auch hier ein Riesenandrang. Es wird noch einmal munter geknipst, gefragt, erfasst. Alles doppelt und dreifach. Nur die Fingerabdrücke kommen hier noch dazu. Das Land nimmt auch schon mal Personalien und so weiter auf, das ist klar. Ja. Sozusagen, aber die erkennungsdienstliche Behandlung findet eben hier statt. Das heißt, es wird in der Erstaufnahmestelle erfasst, was für eine berufliche Qualifikation vorhanden ist. Hier und auch nochmal in der Arbeitsagentur. Ja, das heißt, die verwerten es ja dann im Grunde genommen. Ja. Sogar eine Beratungsstelle der Bundesagentur für Arbeit gibt es seit März 2015 in Lebach. Hier können Asylbewerber fragen, ob zum Beispiel ihr Beruf in Deutschland anerkannt ist. Aber alles freiwillig. Wie viele Flüchtlinge haben Sie jetzt schon erfasst mit Ihren beruflichen Qualifikationen? Wir haben jetzt 460 Flüchtlinge erfasst. 460? Mhm. Wie viele wohnen hier in diesem Lager? Also ich glaube, dass wir im Moment ungefähr 1900 Leute hier haben. Mensch, da haben Sie aber noch ordentlich Arbeit vor sich. Ja. Warum kann man das nicht an einer zentralen Stelle machen, dass wenn die sich bei der Erstaufnahme melden, dass man dann schon sagt, haben Sie einen Schulabschluss, wie lange sind Sie zur Schule gegangen, haben Sie einen Beruf? Mhm. Das machen die leider nicht, also bei der ersten Anmeldung, weil es ist auch quasi erstmal eine erste Anmeldung. Das sind verschiedene Stellen. Das ist die Aufnahmestelle und das hier ist ja nochmal eine andere Stelle, Sabine und Agentur für Arbeit. Ach so, die Erstaufnahme ist eine Stelle. Genau. Und dies hier? Und das hier ist eine andere Stelle. Mhm. Und BAMF ist dann noch die dritte Stelle. Genau. Das Integrationswirrwarr nimmt hier seinen Anfang. Es gibt keine Vernetzung zwischen den Behörden und keinen Datenaustausch. In vielen Kommunen ist Integration ohnehin eine Luxusfrage. In dieser Turnhalle leben seit Monaten Flüchtlinge. Amtsleiter Peter Keck muss die nackte Not lindern. Haben Sie schon mal einen Hilferuf an Ihre vorgesetzten Stellen gerichtet oder an den Innenminister und gesagt, das schaffen wir nicht mehr? Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, unsere Hallen sind belegt, wir können nicht mehr, wir bekommen zugewiesen und haben den Auftrag. Das ist eine staatliche Aufgabe, die wir hier haben. Und wir bekommen den Auftrag, vom Land 270 Flüchtlinge pro Woche unterzubringen. In der Turnhalle leben rund 300 Männer. In einer Ecke Syrer, in der anderen Iraker, Algerier, Tunesier, Nigerianer. Die Kommune hat kaum die Chance, die Flüchtlinge auf ein Leben in Deutschland vorzubereiten. Die haben es sich so jedenfalls nicht erträumt. Wir werden sofort umringt und merken, Frust und Enttäuschung sind groß. Lernen Sie schon Deutsch? Ja, einmal die Woche. Hier ist es nicht gut. Hier sind viel zu viele Leute. Lernen kann man hier nicht. Es ist laut. Tag und Nacht gibt es keine Ruhe. In einer Ecke unterrichtet eine Lehrkraft Deutsch.